Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem... Warum hängt das jetzt? Hallo? Ich hänge. Ey, wenn jetzt ein Creeper kommt. Okay, ne. Glück gehabt. Auf dem Multiplayer-Server und mit einer wichtigen Info. Achtung, Achtung. So. Wer hier ein bisschen mit zugeschaut hat bei meinen Let's Plays oder den Livestreams oder sonst irgendwas, der weiß genau, hier ist eigentlich ein Multiplayer-Projekt. Das heißt, hier können auch Zuschauer, wenn ich Livestream, einfach mitspielen oder sonst irgendwie sich bewerben in dem Sinne oder einfach dann mitzocken. Aber da gibt es jetzt eine Änderung. Und schuld daran ist ein Mitspieler, den ich gestern im Livestream hatte. Ja. Der hat sich nämlich übelst bescheiden. Was ist denn das hier? Er hat noch eine Mob-Dingsda-Geschichte gebaut. Dass hier nicht durchkommen. Der hat sich gestern so dämlich aufgeführt, ohne Witz. Ich blende euch hier jetzt mal kurz was ein. Weißt du, wie man Mossy Bricks macht? Ja, mit Moos und Dings. Und wo kriege ich Moos her? Oh nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Hey, was? Dass du dem hier das Haus abgefackelt hast? Nicht nur dem. Ey, das ist nicht wahr, oder? Was machst denn du für ein Bullshit? Jo, du kannst den Server zurücksetzen. Ja, aber das ist ja Kacke. Das ist ja keine Arbeit. Es sind 2 Klicks. Also ja. Da muss mir jetzt keiner erzählen. Ja, trotzdem doof. Jo, das war mein letzter Prank, okay. Ey. Du weißt schon, dass jetzt alles weg ist, Diamanten und alles. Ja, wieso? Ja, weil die Kisten, weil das in Kisten ist und die Kisten fackeln auch ab. Ja, wenn du es resettest, setz einfach so ungefähr das vor 20 Minuten. Dann hast du ja alles wieder. Aber sieht schön aus, oder? Ja. Ich wurde gebannt? Ja, komm, hey. Irgendwo hört es auch gut. So, ihr habt's gesehen. Das ist einfach zu dämlich, ja? Ich stelle hier privat, ich krieg keinen Support durch Finanzen oder sonst irgendwas. Ich stelle hier einfach einen privaten Vanilla-Server zur Verfügung und dann passiert sowas wie gestern. Das verstehe ich nicht. Also, warum müssen Leute das machen? Also, warum? Keine Ahnung. Es gibt eigentlich auch keinen Grund dafür. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Daher muss ich leider sagen, alle, die bisher gewhitelistet sind, bleiben das. Aber es wird voraussichtlich keine neuen Whitelist-Einträge geben. Und somit hat dieser Spieler ja allen anderen die Möglichkeit, hier auf dem Server mitzuzocken, verbaut. Das ist schade. Aber so ist es nun mal, weil irgendwo ist auch bei mir eine Grenze erreicht. Oh, da steht ein Creeper. Bei mir ist auch irgendwann eine Grenze erreicht. Vor allem habe ich ja vorher auch schon einiges ertragen. Ja, es war ja nicht die erste Aktion, die er gebracht hat. Sondern, ja, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ja, komm her. Ich sag's dir, baust bloß wieder auf, was kaputt geht. Ja, creepy, creepy, creepy. Nein, Spaß, ich töte ihn. Ha, hab ich aber Glück gehabt. Hey, ich hab 2 Pfeile. Das war aber knapp, hä? Spanne den Bogen nicht. Okay, gut, der war lustig. Nur deine Pfeile. Och nee, nicht schon wieder. Du kommst nicht mehr weg von mir. Du bist kurz davor, den Bogen zu überspannen, gell? Ich weiß.
Na du? Nein, ich will den Bogen fallen lassen. Komm. Sekunde. Kann man durch die Türe schießen? Na, Spawn. Na, du. Okay, gut, ich lasse. Hol lieber deine Sachen, warte hier den Bogen. Ich hoffe mal, dass der Rest nicht weg ist. So. Und dass ich ihn schon nach dieser ersten Aktion nicht gekickt habe oder gebannt habe, muss ja eigentlich schon bedeuten, dass ich schon recht nett bin, weil ich glaube, die meisten hätten ihn nach dem ersten Mal, wo er mich gekillt hat, also spätestens am zweiten Mal, hätten die ihn gebannt. Und ich habe es nicht gemacht, ja. Ich habe ihm noch eine Chance gegeben, ohne dass ich die angekündigt habe. Ich denke, die muss man nicht ankündigen. Das ist eigentlich selbstverständlich, ja. Aber wie gesagt, er hat es halt einfach vergeigt und damit leider den zukünftigen mitspielwollenden Spielern diese Chance verbaut. Das tut mir leid für die, aber wie gesagt, ich baue hier, beziehungsweise wir alle, die hier gebaut haben, wir haben hier mit Bock gebaut, ja, und wir haben keine Lust, uns da einfach das alles zerstören zu lassen. Wie ihr gesehen habt, ich habe ein Backup wieder eingefügt, allerdings hat es auch, also es war ein paar Stunden voraus. Das heißt, was ich gestern im Livestream gebaut habe, war natürlich auch wieder alles weg. Das heißt, zum anderen die Mobfalle, die hat leider sowieso nicht funktioniert. Also von dem her ist es nicht ganz so schlimm. Gestern Abend haben wir dann hier, Moment, hier muss ich rein, haben wir hier noch die zweite Bahnstation eingebaut. Ja, hier, zack. Die gibt's auch schon. Und ja, so viel dazu. So. Jetzt kommen wir zu dem, was wir heute machen wollen. Ich möchte heute mal hinten das Tor fertig bauen. Zumindest den Fußboden und so und vielleicht auch das, den Rest. Was halt so, was wir so in 10 Minuten jetzt noch hinkriegen. Wir könnten mal gucken. Ich könnte hier auch mal, warte mal. Mal die Melonen abernten. Weil dann haben wir noch ein bisschen Futter. Ja, ich bin immer noch nicht ganz fit. Aber es wird schon wieder. So. Dol. Haben wir hier unten eigentlich schon Melonen? Nee. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Melonenkiste. Kürbis können wir auch machen. So. Ich wollte da weiterbauen. Dafür brauche ich Sachen, die nicht hier sind. Aber wir können ein bisschen Zeug hier lassen. Zum Beispiel die ganze dunkle Eiche. Brauchen wir ja im Moment nicht mehr. Das Laub setze ich auch mal hier mit rein. Das habe ich gebraucht, um ein paar Bäume gestern zu bauen. Ja, ich baue auch Bäume. So, und dann gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Hier fehlt doch eine Kiste, oder nicht? Ah, die ist jetzt hier unten, okay. Ne, dann fehlt keine. So, Schere weg. Die Axt nehmen wir mal mit, weil die goldene ist bald kaputt. Die Lore können wir auch hier reinmachen. Und den Eimer behalten wir mal. Bogen hätten wir oben reinmachen können. Oakwood brauchen wir noch. So. Das war's. Wir sind an der Baustelle angekommen und das Tor ist irgendwie offen.
Ist es jetzt vorhin nicht zugegangen, oder? Oder überrascht mich das jetzt und es funktioniert? Aber jetzt haben wir keinen Gravel mehr. Das ist ja doof. Dann werden wir hier mal kurz den Weg ein bisschen abbauen. Weil Gravel brauchen wir noch. Und den Weg können wir ja später sowieso wieder neu machen. Beziehungsweise der muss ja sowieso weg. Weil wir bauen den ja anders. Kann ich hier irgendwas weghauen? Oh, hier mal noch Cobblestone rein. Wobei wir keine Kohle haben. Auch ein bisschen doof. So, und 3 Cleanstone haben wir. Und mehr wirklich nicht. So, Erde weg hier. Ein bisschen was behalten wir da. So, Andesit, Keys, Cobblestone Stairs. Das hier. Von denen könnten wir noch ein paar machen. Da haben wir noch. Von den Cobblestone Slabs. So. Zack. Ah, da haben wir auch noch welche. So, das sind eng die Grundmaterialien, die ich zum Bauen von dem Weg hier benötige. So, ich gucke, dass ich hier nicht tiefer komme wie das hier. Um eben ja genau, dass das hier eben nicht passiert. So. Die Platzierung ist natürlich bei mir immer ein bisschen random. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, wie ich die anbaue, dass das wichtig wäre. So. Gut. Kannst du auch ein bisschen andersrum? Hätte ich gern so rum. Slabs rein. Das ist alles ein bisschen, oder nein, das ist eigentlich vollkommen willkürlich, wie ihr das anbaut, baut. Die Slabs kommen hier nicht zur Geltung. Das war doof. Das ist einfach nur willkürlich. Cleanstone bräuchte man noch. Nein. Jetzt muss ich nur die richtige Spitzhacke nehmen. Stimmt, wir könnten einfach ein bisschen Cleanstone abbauen gehen. So, gehen wir gerade mal gucken, wo wir das machen können. Kommt da vielleicht gleich eine Höhle oder sowas? Ich möchte natürlich jetzt nicht wieder die Umgebung gleich verschandeln. Ah, da. Da können wir das auch machen. So, ich mache jetzt gleich auch einen kleinen Zeitraffer rein. Und dann, da ist auch Kohle, ist super, dann können wir auch durch den Ofen befeuern. Ich mache euch einen kleinen Zeitraffer rein, wie wir den Weg bauen, und bis gleich. We'll be right back.
Ihr habt es ja gesehen, es ist hier. Ich bin aus Minecraft rausgeflogen. Und so wie es aussieht, sind die Anmeldeserver eben gerade nicht erreichbar. Ne, scheint nicht zu gehen. Dann war das leider das Ende von dieser Folge. Ich denke, ihr habt es gesehen. Ihr habt auch gesehen, dass das Tor zugegangen ist, aber morgens nicht mehr auf. Das ist noch ein Problem. Ja, hat zu lange gedauert. Das ist noch ein Problem, was wir beheben müssen. Das gucke ich mal, dass wir das noch hinkriegen, weil ein Tor, das immer zugeht, aber nicht mehr auf, das ist ein bisschen schade. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.